So, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie alle bei der Pressekonferenz der ÖH-Bundesvertretung zur aktuellen hochschulpolitischen Lage in Österreich erschienen sind. Ich darf dann gleich das Wort an das Vorsitzteam der ÖH-Bundesvertretung übergeben, Johanna Zechmeister, Marita Gasteiger und Hanna Lutz. Sie werden sowohl zu den Vorschlägen der Universitätenkonferenz als auch zu dem immer wieder auftauchenden Thema Studiengebühren und zur sozialen Dimension an den Hochschulen Stellung nehmen. Im Anschluss an die Pressekonferenz gibt es selbstverständlich die Möglichkeit zu fragen. Dankeschön. Ja, ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen, liebe Damen und Herren, liebe Studierende und liebe Zusehende vom Stream. Mein Name ist Johanna Zechmeister. Wir haben zu dieser Pressekonferenz aus verschiedenen Gründen eingeladen, wie schon gesagt wurde. Einer davon ist die Pressekonferenz der UNICO, der Universitätenkonferenz von letzter Woche. Da hat die UNICO einige Themen vorgestellt und vorgeschlagen, die wir gerne hier diskutieren möchten. Eines davon ist die Prüfungsantritte. Die UNICO möchte die derzeit gesetzlichen 4 Prüfungsantritte auf 3 reduzieren. Was wir uns dabei fragen, gibt es dazu überhaupt Zahlen, wie viele kommissionelle Prüfungsantritte gebraucht werden von den Studierenden? Und wie kommt die UNICO darauf, dass das überhaupt ein Problem darstellt? Das schaut für uns ein bisschen nach Fordern auf Österreichisch aus, ohne Zahlen, Daten und Fakten darzulegen. Deswegen möchten wir da etwas aus unserer Expertise dazu beitragen. Wir haben die Wahrnehmung, dass kommissionelle Prüfungen oft am Ende des Studiums stattfinden. Das bedeutet, wenn man da Prüfungsantritte reduzieren würde, wäre es eine Lose-Lose-Situation. Die Studierenden können ihr Studium nicht abschließen, sondern werden rausgeschmissen. Die Universitäten verlieren die Studierenden und die Absolventinnen, die sie bis dahin getragen und auch finanziert haben vom Staat. Bei weniger Antritten gibt es natürlich auch mehr kommissionelle Antritte. Wenn ich nicht mehr 4 oder 5 zur Verfügung habe, sondern nur noch 3 Antritte, habe ich gleich beim dritten Antritt eine Prüfungskommission. Das bedeutet mehr Personal und somit auch mehr Kosten für die Unis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Unis das alle mittragen, was letzte Woche von der UNICO gefordert wurde. Denn oft haben diese sogar freiwillig einen 5. Antritt dazu, also freiwillig mehr Prüfungsantritte als gesetzlich vorgesehen. Wenn wir über Prüfungsantritte reden, müssen wir auch über die Qualitätssicherung reden. Da kann es nicht sein, dass es sehr hohe Durchfallquoten in einzelnen Fächern gibt, wie ein prominentes Beispiel heuer in der Mechanik an der TU Wien gezeigt hat, wo 97% der Studierenden durchgefallen sind. Da kann man nicht mehr davon reden, dass alleine die Studierenden schuld daran sind. Außerdem, wie auch die Studierendenvertretung von der Universität Innsbruck richtig gesagt hat, 5-mal dieselbe Prüfung zu schreiben, machen wir ja nicht aus Spaß, das gefällt uns nicht. Wenn Sie mal eine Person fragen, die einen 3. oder 4. Antritt machen musste, die werden Ihnen sehr gerne berichten, wie stressig und nervenaufreibend das ist. Das Ziel sollte es natürlich sein, eine Prüfung beim 1. Mal zu bestehen. Wir wissen aber alle, dass alle mal einen schlechten Tag haben. Wir sind mal krank, uns beschäftigen andere Probleme. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Wir fordern zum Thema Prüfungsantritte. Erstens, eine verpflichtende didaktische Schulung für alle Lehrenden. Diese sollte uns nämlich etwas beibringen und bestehbare Prüfungen machen. Ich rede nicht davon, dass die Studierenden durchs Studium durchgetragen werden sollen. Wir wollen etwas lernen, wir wollen nach dem Studium etwas können, aber wir wollen die Chance haben, dieses auch zu bestehen. Zweitens, wir brauchen Konsequenzen bei schlechten Evaluierungsergebnissen und auch wenn Prüfende so hohe Durchfallquoten, wie es eben bei der Mechanik zum Beispiel ist, aber leider ist die Mechanik kein Ausnahmefall. Das gibt es immer wieder. Und drittens wäre ein Vorschlag von unserer Seite, Probeklausuren zu schaffen. Das bedeutet, dass man mal im Studium zeigt, wie schaut eine Prüfung überhaupt aus. Einige kommen immer noch direkt von der Schule ins Studium, die haben ein ganz anderes Prüfungssystem, das sie gewohnt sind. Da wäre es gut, das üben zu können. Ein zweiter großer Punkt, den die UNICO letzte Woche genannt hat, war der Rauswurf von prüfungsinaktiven Studierenden. Die Frage ist, was bedeutet überhaupt prüfungsinaktiv? Wenn ich eine Prüfung, wie zum Beispiel in der Mechanik, schreibe und 3-mal nicht schaffe, habe ich ja gelernt, ich bin ja aktiv. Ich bin nur nicht unter den auserwählten 3%, die diese Prüfung bestehen. Oft trifft das Studierende, dass sie länger studieren müssen, die zum Beispiel arbeiten oder Betreuungspflichten haben oder sogar beides. Wir wissen von der Studierendensozialerhebung 2015, um auch ein paar Daten und Fakten zu nennen, dass über 60% der Studierenden im Schnitt 20 Stunden die Woche arbeiten. Das ist sehr, sehr viel. Und wir wissen auch von dieser Studierendensozialerhebung, dass ab 6 Stunden wöchentlich
die man arbeitet, sich das Studium verzögert. Die Studierenden müssen aber arbeiten, um sich das Leben leisten zu können. Zum Thema Mindestzeit und Regelstudienzeit, das sind leider oft sehr willkürliche Zahlen. Man sieht es in manchen technischen Studien, wo weniger als 10% in der Regelstudienzeit abschließen können. Das bedeutet Mindestzeit plus Toleranzsemester. Da muss man auch über die ECTS-Gerechtigkeit reden, was gerade in den MINT-Fächern, also den technischen Fächern, wo es momentan noch zu wenige Absolventen und Absolventinnen gibt, zu Problemen führt. Wir haben hier wieder drei Lösungsvorschläge. Einerseits das Teilzeitstudium zu schaffen, wo von den Studierenden weniger Prüfungsleistung verlangt wird, diese aber länger begleitet werden mit Beihilfen etc. Zweitens, flexiblere Lehrveranstaltungen, die sich an den Bedürfnissen der Studierenden orientieren, zum Beispiel am Abend, wenn ich arbeiten muss, oder am Wochenende, also Lehrveranstaltungen, die sich an den Alltag anpassen. Und das Dritte ist, die Studierenden werden immer älter, auch die Studierendenbeginnerinnen. Im Schnitt sind Studierende 26 Jahre alt, das bedeutet 2 Jahre zu alt für die Familienbeihilfe. Da braucht es einen Ausbau der Familienbeihilfe, der Altersgrenzen der Studienbeihilfe. Dazu wird aber später noch Hanna Lutz etwas sagen. Den dritten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Mehrfachinskriptionen. Die Unico möchte gerne Mehrfachinskriptionen verbieten. Warum inskribieren aber Studierende mehr als einfach oder im Lehramt mehr als 2 Fächer? Ganz einfach, weil das verschulte Studiensystem, das wir derzeit haben, keinen Platz für Schwerpunktsetzung zulässt. Es ist ein sehr enges Korsett und wenn ich meinen Horizont erweitern möchte oder meine Schwerpunkte setzen möchte oder mich individuell meinen Interessen widmen möchte, brauche ich ein zusätzliches Studium. Wir fordern mehr Wahlfreiheit, mehr Anrechnung von anderen Studien, auch von außeruniversitären Aktivitäten wie etwa Praktika und mehr Flexibilität im Studium. Manchmal wirkt es auf uns so, dass einige Universitäten ohne Studierende haben wollen. Das geht aber nicht. Abschließend möchte ich noch an die Unico, an die Regierungsverhandlungsteams und alle richten, die sich mit dem Hochschulsektor beschäftigen und da Entscheidungen treffen. Redet mit uns. Wir sind die Expertinnen im Studium, weil wir sind mittendrin. Redet nicht nur über uns. Was wir also dringend brauchen, ist eine ernsthafte Diskussion über die notwendigen Verbesserungen im hochschulpolitischen Bereich. Und genau das möchten wir auch von der zukünftigen Bundesregierung einfordern. Wir brauchen keine Symptombekämpfung mehr, sondern echte und progressive Lösungsansätze. Wir beobachten in letzter Zeit ganz genau, in welche Richtung der Diskurs geht. Wir beobachten die Unwilligkeit der Regierung, wenn es darum geht, den § 92 im Universitätsgesetz zu reparieren. Was bedeutet das? Dass ab Wintersemester 2018 erwerbstätige Studierende Studiengebühren zahlen müssen. Und das, obwohl sie bisher davon befreit waren. Wir werden im Laufe der nächsten Wochen einen Vorschlag vorlegen. Wir lassen die Studierenden hier nicht im Stich. Studienbeiträge in ihrer bestehenden Form gehören grundsätzlich abgeschafft. Sie sind kompliziert und bringen den Universitäten letztendlich nicht viel. Anstatt sich jetzt zu überlegen, wie man das irgendwie noch ausbauen könnte, schaffen wir sie doch endlich ganz ab, damit zumindest die Studis was davon haben. Wer jetzt glaubt, mit Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren in welcher Form auch immer eine Lösung zu präsentieren, liegt völlig falsch. Das sind auch keine neuen oder in irgendeiner Weise revolutionären Ideen. Es ist vielmehr der gleiche fade Aufguss von gescheiterten Reformversuchen der letzten Jahre. Wenn jetzt die Unico meint, wir dürfen nicht länger auf Österreichisch studieren, dann soll sie doch bitte zuerst bei sich selber anfangen und nicht länger auf Österreichisch fordern. Wir, Studierende, wir verdienen gute Studienbedingungen. Wir verdienen ein Umfeld, in dem wir auch erfolgreich studieren können und wir verdienen einen Universitätsbetrieb, der uns das alles möglich macht. Das Problem sind nicht wir, das sind nicht wir als Studierende, nicht wir sind schuld am überfüllten Hörsälen und auch nicht wir sind schuld daran, an der katastrophalen finanziellen Ausgestaltung der Universitäten. Wenn niemand mehr studiert, heißt das nicht gute Studienbedingungen für alle, sondern keine Studienbedingungen mehr für niemanden. Unser Ziel muss es sein, möglichst vielen Leuten ein Studium zu ermöglichen und das in einem Studienumfeld, in dem dies auch erfolgreich sein kann. Studiengebühren führen, und das wissen wir aus der Erfahrung, zu einem Rückgang der Studierenden. 2002 waren das Ganze 21%, also 45.000 an den Universitäten. Wenn jetzt erwerbstätige Studierende Studienbeiträge zahlen müssen, dann führt das nicht dazu, dass die jetzt aus irgendwelchen Gründen schneller studieren, sondern es führt dazu, dass sie mehr arbeiten müssen und dass sie noch weniger studieren können.
Wer versucht, Leute vom Studium abzuhalten, bekommt dadurch nicht mehr oder bessere Absolventinnen. Wer versucht, Leute vom Studium abzuhalten, der hat bald Universitäten ohne Studierende. Wir brauchen ein Umfeld, das Studierende ermutigt, ihnen Möglichkeiten und Chancen bietet, und wir wollen, dass alle ihr Potenzial auch ausschöpfen können. Niemand soll glauben, dass er oder sie nicht an der Universität willkommen ist, sei es, weil sich die Eltern die Studiengebühren nicht leisten können oder weil das Studium ohne zusätzliche Arbeit nicht finanzierbar ist. Wir brauchen kein Elitenprojekt Universität für ganz wenige, sondern eine gute Uni für alle. Bildung ist ein öffentliches Gut und als solches enorm wichtig und muss als solches natürlich allen zugänglich sein. Immer wieder haben wir als ÖH-Bundesvertretung in den letzten Jahren Vorschläge und Möglichkeiten vorgelegt und erarbeitet. Und auch jetzt hat Johanna einige Möglichkeiten erläutert. Wir erwarten uns, dass diese gehört und ernst genommen werden. Wir erwarten uns, dass mit uns geredet wird und nicht immer über uns. Wenn jetzt aber eine zukünftige Regierung meint, sie muss studierendenfeindliche Politik umsetzen, dann muss sie natürlich mit unserem Widerstand und Protest rechnen. Wir werden uns mit aller notwendigen Konsequenz für die Studierenden, für unser aller Studien- und Lebensbedingungen einsetzen. Und zu den Lebensbedingungen und vor allem zum Aspekt der sozialen Dimension darf ich jetzt an Hanna weitergeben. So. Wie schon erläutert, würde ich noch gerne ein paar Dinge zur sozialen Dimension hinzufügen. Jetzt warten. Da werden wir ganz belagert. An den österreichischen Hochschulen tut sich noch immer ein recht tristes Bild abzeichnen. Wir haben laut Studierenden-Sozialerhebung eine AkademikerInnenquote von rund 12% in Österreich, aber noch immer haben 25% der Studierenden, die in Österreich studieren, einen Vater mit einem akademischen Abschluss. Dass da Bildung noch immer vererbt wird, liegt irgendwie auf der Hand. Bis zum Jahresende 2016 hat das Bundesministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung die Strategie zur sozialen Dimension entwickelt und präsentiert. In der wurden auch Ideen vorgestellt, wie man die soziale Durchmischung an den Hochschulen fördern kann. Jedoch scheint irgendwie die Umsetzung zweitrangig zu sein und das Ganze in irgendeiner Schublade abgelegt worden zu sein. Und es scheint irgendwie, als wäre das Ganze nur gemacht worden, um die Leute irgendwie zu beschwichtigen, die die soziale Dimension oder die soziale Zusammensetzung an den Universitäten bemängeln. Es stimmt, und das möchten wir festhalten, und da freuen wir uns auch sehr darüber, dass die Erhöhung der Studienbeihilfe für sehr viele Studierende massive Verbesserungen bedeutet. Die aktuellen politischen Akteure und Akteurinnen dürfen sich darauf aber nicht ausruhen. Es muss weiter in diese Richtung gearbeitet werden und es muss sich auch von diesem Gedanken verabschiedet werden, dass Studierende alle ihre Matura machen und dann direkt auf die Hochschule kommen. Wenn das wirkliche Ziel ist, eine höhere Studienabschlussquote zu haben, dann müssen zukünftige politische Maßnahmen auch die Studierenden einbeziehen, die keinen klassischen Bildungsweg einschlagen. Es ist ziemlich absurd, dass wir uns in einem System befinden, was eh schon vorher angesprochen wurde, in dem der Durchschnitt der Studierenden mit 26 Jahren einfach 2 Jahre zu alt für Familienbeihilfe ist. Auch eine Indexierung der Studienbeihilfe steht noch aus, damit wir uns nicht im Jahr 2035 dann sich unsere Nachfolger und Nachfolgerinnen, genau wie wir im Jahr 2017, damit herumplagen müssen, dass die Studienbeihilfe seit 18 Jahren nicht mehr an die Inflation angepasst worden ist. Wir fordern daher eine Ausweitung des Bezugs der Familienbeihilfe und eine automatische Valorisierung der Studienbeihilfe. Es liegt nun auch ein neuer Entwurf zum Universitätsgesetz vor, von Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Und wenn ich sage, dass drin die Thematik der sozialen Dimension lediglich ein bisschen angeschnitten worden ist, dann ist das eh schon eine sehr freundliche Wortwahl. Wie wir schon in unserer Stellungnahme damals zum neuen Entwurf zum Ausdruck gebracht haben, wird wieder mal nicht auf die Bedürfnisse der 60% der Studierenden Bedacht genommen, die neben dem Studium arbeiten. Das legt irgendwie den Verdacht nahe, dass wenn diese Bedürfnisse einfach nicht in den universitären Alltag übersetzt werden, dass diese einfach bewusst auch ignoriert werden. Eine aufkommende Diskussion, wie auch schon vorweggenommen wurde, über Studiengebühren darf auch nicht abstrakt geführt werden. Wir haben da ganz klare Erfahrungswerte und deswegen muss das Ganze auch historisch betrachtet werden.
An dieser Stelle würde ich gerne auch den Verhandlern und Verhandlerinnen für die nächste Bundesregierung nahelegen, die Studierendensozialerhebung aus dem Jahre 2002 nochmal gründlich durchzulesen, denn in der finden Sie ganz genau die Auswirkungen bzw. was passiert ist, als das letzte Mal flächendeckende Studiengebühren eingeführt worden sind. Wenn das Ziel eine Verbesserung des Hochschulraumes ist, dann ist es ziemlich unverständlich, warum hier schon wieder Maßnahmen diskutiert werden, die zu einem Studienabbruch von 45.000 Studierenden geführt haben und die Erwerbstätigkeit 2/3 der Studierenden ausgeweitet haben. Es hätte fast eine gewisse Komik, wenn es eigentlich nicht so traurig wäre, dass all jene, die von einem offenen und vor allem gebührenfreien Hochschulzugang profitiert haben, diesen jetzt für nachkommende Generationen einschränken bzw. abschaffen wollen. Neue Ideen bzw. umsetzbare Konzepte zur sozialen Dimension müssen jetzt in das Universitätsgesetz hineinreklamiert werden und müssen auch Einklang in den kommenden Verhandlungen für die nächsten Leistungsvereinbarungsperioden der Universitäten kommen. Nur über einen massiven Ausbau von Beratungsangeboten, darüber, dass wir die Förderungen wirklich auch an die Lebensrealität von Studierenden anpassen, darüber, dass sich der universitäre Alltag an die Bedürfnisse der Studierenden orientiert und nicht umgekehrt, über eh schon angesprochene Verbesserung der Qualitätssicherung, aber auch Verbesserung der didaktischen Ausbildung für Lehrende. Nur so können wir im Endeffekt dafür sorgen, dass sich die Bedingungen auf den Unis auch wirklich verbessern. Bei den Forderungen, die jetzt aktuell oft artikuliert werden, hat man das Gefühl, dass eine Uni ohne Studierenden gefordert wird. Und genau deswegen ist es unerlässlich, dass wir eben über 350.000 Studierenden in Österreich eine starke Vertretung haben, die als knallharte Verhandlungspartnerin auftritt und dafür Sorge trägt, dass nichts über die Köpfe der Studierenden hinweg entschieden wird. Als diese haben wir vor, aufzutreten und sind auch bereit, mit allen möglichen politischen Akteuren und Akteurinnen in Verhandlungen zu treten, in Gespräche zu treten, unsere Ideen und Forderungen zu formulieren. Denn wir sind hochschulpolitische Expertinnen, wir sind die, die am eigenen Leib erfahren und die spüren Dinge, die andere nur theoretisch diskutieren. Es ist mal wieder an der Zeit, dass auch die studentische Sicht auf die aktuelle Hochschulpolitik in den Mittelpunkt der Debatte rückt, eben frei nach dem Motto, redet mit uns und nicht über uns. Also, und genau da möchte ich auch noch einmal die Verhandlungsteams für die neue Regierung daran erinnern, dass die fatale Entscheidung 2000 auch Studiengebühren einzuführen massive Folgen gehabt hat und dass sich nicht Tausende bzw. schon Zehntausende Studierende einfach widerstandslos aus dem Studium drängen lassen werden. Wir Studierenden verdienen klare Aussagen und klare Positionen, vor allem zur Thematik der Studiengebühren. Es ist an der Zeit, sich klar zu positionieren. Vor allem richten wir diese Aufforderung an die beiden Parteien, die gerade in Regierungsverhandlungen getreten sind, beziehungsweise das aktuelle Bundesministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Klar auszusagen, sind sie für oder gegen Studiengebühren, wird an Konzepten gearbeitet, ja oder nein, und wie sehen diese Konzepte aus. Gemeinsam werden wir Studierende kompromisslos für unser Recht auf eine freie Bildung eintreten, für unser Recht auf eine Verbesserung der Studienbedingungen. Wir wollen mitbestimmen und wir können die Hochschulpolitik in die für uns richtige Richtung lenken. Und es ist jetzt endlich mal an der Zeit, dass wir gemeinsam die Hochschule einfordern, die Universität einfordern, die für uns Studierende gerecht ist. Dann bedanke ich mich fürs erste Mal beim Vorsitzteam der ÖH Bundesvertretung und bitte um Ihre Fragen. Ich habe jetzt noch eine Frage, eine Nachfrage, weil Sie gerade auch gesagt haben, Sie werden kompromisslos eintreten für Ihre Rechte und auch die Kollegin, die gemeint hat, es wird Proteste geben der Studierenden, falls Studiengebühren oder so kommen. Was heißt das konkret? Wird man da, plant man da schon Demonstrationen oder was ist da zu erwarten? Ich glaube, wir haben gesehen, was damals 2000 passiert ist, dass es auch ganz natürlich ist, dass sich nicht einfach 10.000 Studierende aus dem Studium drängen lassen und sagen, okay, gut, dann studiere ich halt nicht, kann ich es mir halt nicht mehr leisten, mache ich halt was anderes. Hier wird es einen massiven Widerstand geben, den wir als ÖH Bundesvertretung natürlich auch fördern und uns natürlich hier auch anschließen werden. Wie das Ganze aussieht, wird sich auch demnach richten, was bei etwaigen Verhandlungen rauskommt und mit welchen Ideen und Konzepten wir konfrontiert werden sein. Ich wollte kurz noch nachfragen zu den Studiengebühren. Die UNICO hat letzte Woche gesagt, es sind nicht für Studiengebühren. Die FPÖ ist immer für einen freien Hochschulzugang eingetreten. Haben Sie konkrete Signale, dass an Studiengebühren gearbeitet wird, an einem Konzept? Okay, vielleicht, oder? Was wir da
Was wir ganz klar beobachten, ist, dass das Thema immer wieder auftaucht. Und zwar jetzt einerseits diese Unwilligkeit, die ich schon genannt habe, wenn es um diesen Paragraph 92 geht. Warum repariert man den nicht einfach? Warum schafft man nicht Studienbeiträge in ihrer Gesamtheit ab, wenn das eh schon so kompliziert ist? Also wir beobachten diese Unwilligkeit und befürchten das natürlich, dass es in diese Richtung geht. Unser erster Schritt ist natürlich der an dem Verhandlungstisch. Wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Also wenn wir dann mit Konzepten konfrontiert werden, die Studiengebühren vorsehen, dann werden wir natürlich dementsprechend Widerstand leisten und protestieren. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Gut, dann bedanken wir uns sehr herzlich für Ihr aller Kommen. Ich würde diejenigen, die sich noch nicht in unsere Liste draußen eingetragen haben, bitten, das beim Rausgehen noch zu tun. Wir freuen uns, dass Sie alle so zahlreich hier erschienen sind. Dankeschön. Bis nun. Ja.